Ich heiße Judith Könighamp. Ich heiße Tobias Haas und ich arbeite als Seelsorger bei Menschen mit Behinderung im Dekanat Esslingen-Mürtingen. Julius Könighamp hilft mir bei dieser Arbeit immer wieder, sozusagen als Assistent. Wir sind heute in Esslingen in der Kirche St. Augustinus. Wir möchten beginnen mit einem Gebet, unterstützt durch Gebärden. Ich bin da. Ich bin da. Wir sind da. Wir sind da. Gott ist da. Gott ist da. Wunderbar. Wunderbar. Dieses Gebet gibt es in verschiedenen Formen. Manche kennen es vielleicht auch als Herzensgebet. Ich spüre mein Herz, ich lebe. Ich bin verbunden mit anderen. Das ist in Corona-Zeiten vielleicht etwas schwieriger geworden, aber wir haben gute Ideen, wie das gehen kann. Und Gott begleitet mich auf meinem Lebensweg. Drei Dinge, die ganz wesentlich sind und mir Hoffnung geben. Und diese drei Dinge sind verbunden mit der Liebe, von der ja wir nachher in der frohen Botschaft hören. Zuvor sagt uns aber Julius Könighamp noch drei Tipps zur Liebe. Denn er ist Experte in der Frage, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Die drei Tipps lauten: erstens, nett sein, zweitens, vertragen und drittens, gutes Herz. Hören wir die frohe Botschaft nach Johannes, heute aus der Bibel in leichter Sprache. Jesus sagt zu den Freunden: Ihr könnt immer spüren, dass ich euch lieb habe. Ihr sollt euch auch gegenseitig lieb haben, so wie ich euch lieb habe. So sollt ihr euch wie Freunde lieb haben, mit eurem ganzen Herzen. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir möchten nochmal beten, unterstützt durch Gebärden. Gott, die Corona-Krise ist eine schwere Zeit. Manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir wütend. Immer wieder müssen wir warten. Doch wir dürfen auch hoffen und lieben. Du schenkst Kraft zum Leben. Segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.